Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Michael Andretti's World GP am NES. Wow, 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 was das wohl wird. Ich fürchte nichts Gutes, weil es war echt schwer ein Cover zu finden und das ist meistens kein gutes Omen. Meistens nicht, ist so meine Erfahrung. Gut, schauen wir mal, was gibt es denn hier? Start Continue, machen wir Start Continue. Enter your name. Ja, das lieben Leute, die zuschauen, wie ich meinen Namen eingebe. Das ist, ich weiß es aus den Kommentaren, dass das die meistgesehensten Szenen sind, wie Let's Player den Namen eingeben. Es wird geliebt einfach. Es ist unverständlich, aber es wird geliebt. Ich mache nur Spaß. Okay. Gran Primo Level 1. Okay. Kein Plan. Runde 1. Ferrari V12. Hört sich gut an. Ja, okay, ist jetzt von der Grafik her. Schauen wir mal. Ich muss raufschalten. Ich muss manuell schalten, okay. Naja, hat man wenigstens was zu tun. Okay, da hätte ich wohl bremsen müssen. Come on. Warte, der Sound ist furchtbar, Leute. Wie soll ich den Sound 10 Minuten ertragen? Wird ganz schwierig, das 10 Minuten zu ertragen. Was? Come on. Jetzt muss ich mal runterschalten, damit ich da wieder. Erster Gang. Ja, komm, war rüber. Jetzt krieg ich einen Dreh auch noch. Wieso fährst du nicht rüber, Junge? Was ist los? Krieg mal die Kurve, Junge. Krieg mal die Kurve. Okay. Ich hab die Kurve bekommen. Alter, ist Ton. Leute, wieso? Wieso eigentlich der Ton? Ich muss den Ton ein bisschen runterdrehen bei mir am Kopfhörer, sonst treibt es mich noch in den Wahnsinn. Wieso kann ich jetzt nicht nur nach links lenken? Okay, da weiß nicht, was da mit der Steuerung jetzt war. Ja, also ich glaube, das ist so eins von den NES-Spielen, auf die man 2019 durchaus verzichten kann. Ich glaube, ich wäre kein Fan davon. Lustigerweise habe ich ja Nigel Mansell Super Monaco Grand Prix ziemlich gefeiert. Am Game Gear war das. Das fand ich extrem cooles Spiel. Damals. Come on, fahr wieder zurück auf die Piste. So schwierig ist es doch nicht. Das fand ich ganz gut. Und stammt aus einer ähnlichen Zeit eigentlich. Aber das da ist irgendwie jetzt nicht so meins. Aber wer weiß, vielleicht war es damals auch cool, wenn man sich da reingefuchst hat. Will ich jetzt nicht komplett ausschließen. Jetzt muss ich bremsen. Hat's nicht gebracht. Hat's nicht gebracht, das Bremsen so recht. Okay. Ich habe eh relativ weit vorher gebremst. Jetzt gehe ich mal nicht aus dem zweiten Gang raus. Schaffe ich da die Kurve? Ja. Boah, der Ton. Ja, schalt mal. Der jault schon auf der Motor. Come on. Ah, ja, 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 ja. Ich bin ganz schlecht in dem Spiel. Ganz schlecht. Es macht doch überhaupt keinen Spaß. Oh Mann, wie soll ich die 10 Minuten vollkriegen? Wie soll ich diese 10 Minuten vollkriegen? Jedes NES geht mindestens 10 Minuten. Und manchmal ist es echt eine Qual. So wie bei dem hier. Okay, komm, wieso steuerst du nicht rüber einfach? Einfach rüber. Wieso? Fahr doch in die rechts rüber, da raus, auf den Beton. Furchtbar. Furchtbar. Mann, der Ton, wie kann man sich doch nicht geben?
Ich hätte den Ton von dem Game leiser stellen müssen, dann wäre das wenigstens euch erspart geblieben. Okay, jetzt kommt eine heftige Kurve. Ich gehe mal runter mit dem Speed. Come on, ich schaffe die Kurve. Ja, im Leerlauf. Und ich habe einen Dreher. Come on, wieso? Jetzt gebe ich Vollgas. Boah, jetzt gebe ich Gas. Richtig fett Gas. Da wäre eine Boxenstopp-Möglichkeit gewesen. Aber bei der nächsten Runde. Runtergehen mit der Geschwindigkeit. Ja. Ah, fast. Fast. Doch wieder nicht. Okay. Ich möchte mal eine Kurve kriegen. Okay, runtergehen mit der Geschwindigkeit. Kurve machen. Nein! Wie schwierig kann es sein, auf dem Asphalt zu bleiben? Sehr gut. So läuft das Ganze. Einfach mit der zweiten fahren. Dann wird noch nicht zu schnell. Ach, geh komm. Ah, ja. Okay, jetzt voller Turn. Voller Turn mit der zweiten, das muss doch möglich sein. Mit der dritten. Ach, nein, wieder nicht ganz gepackt. Okay, und jetzt gescheit raufschalten. Und schalten. Und schalten. Und jetzt. 200, 300 km/h. Und bremsen! Muss ich runterschalten ein bisschen. Ein bisschen mehr. Jetzt kommt ein leichter Knick, vielleicht schaffe ich den. Den packe ich. Ah, fast. Fast. Na. Come on. Komm. Ja, jetzt immer rutscht dann ein bisschen, wenn man zu schnell ist. Okay, wieder Gas geben. Bis zum nächsten. Wieder runtergehen. Eieiei, ah, ein Dreher. Wieso? Zu schnell gewesen? Jetzt hat es mich am Asphalt gedreht. Drecks-Ferrari. Warum ist der Ferrari grün eigentlich? Was soll denn das? Ein grüner Ferrari? Irgendwie auch gewöhnungsbedürftig. Jetzt will ich aber noch an die Box fahren, Leute. Das gönne ich mir jetzt noch, einen Boxenstopp. Und dann probiere ich den anderen Modus noch raus. Ja, Box, ich möchte raus. Ich möchte an die Box. War das wirklich so gedacht, dass ich ins Gras fahren muss, um in die Box zu kommen? Ja. Oder hätte ich einfach daneben am Beton stehen bleiben müssen? Keine Ahnung. Irgendwie strange. Okay, ja. Ich schau mal, ob es noch einen anderen Modus gibt. Vergeht auch die Zeit. War das jetzt der Kurs, den ich gemacht habe? Ich würde es gerne mit Gegner fahren. Geht das? Man kann es ja auch zu zweit spielen. Aha. Okay. Grand Prix vielleicht? Na, Grand Prix hab ich ja vorher versucht. Na. Hätte ich da vielleicht das. Was vielleicht für ein Training, oder? Ja, ich gebe einfach irgendwas ein. Ich möchte jetzt einfach raus. Mal schauen. Kann ich das einfach abbrechen und zum Rennen übergehen? Ich würde gerne ein Rennen fahren gegen andere Leute. Tut mir ein bisschen leid um den Michel Andretti. Aber das Spiel haut mich einfach so überhaupt nicht von den Socken. Jetzt ist Pause, okay, und Select ist Abbruch. Okay. Ah ja, okay, jetzt geht es uns eingemacht. Jetzt kommt Rennen. Das geben wir uns noch. Das ist ein kurzes Rennen, das schauen wir uns an. Jetzt kommt die fette Action. Jetzt habe ich auch einen Ferrari plötzlich, einen roten.
Ich habe nicht das Gefühl, das würde ich immer steuern gerade. Oh ja, ich steuere. Warum fahre ich gerade so gut? Ich fahre so gut, weil ich eigentlich nicht mitfahre. What? Was habe ich getan? Also ich habe jetzt irgendwas getan, sodass das Ding halt alleine fährt. Ja. Vielleicht habe ich mich nicht qualifiziert und deswegen? Keinen Plan, Leute. Keinen Plan. Ich werde es auch nicht rausfinden. Ihr könnt es mir in die Kommentare reinschreiben, falls sich irgendjemand auf dieser Welt dieses Video angesehen hat bis hierher. Ich bezweifle es. Haut es mir in die Kommentare und schreibt mir was Schönes. Schreibt mir irgendwas, ich weiß nicht, damit ich weiß, ihr habt es bisher gesehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das Spiel ist Schrott und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand sehen will. Vielleicht war es damals cool, aber selbst das bezweifle ich. Also, der Zwei-Spieler-Modus macht es wahrscheinlich auch nur... der Zwei-Spieler-Modus könnte vielleicht erträglich sein. Der Zwei-Spieler-Modus könnte vielleicht erträglich sein. Die Grafik ist... es ist halt NES. Autorennspielgrafik ist okay. Ist okay. Der Sound ist... ist eigentlich schon sehr schwach. Warum keine Musik? Da könnte man doch mit Musik untermalen. Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, wir machen so einen auf Simulator, da gibt es keine Musik. Schwierig, schwierig. Ich bewerte so ein Spiel ungern schlecht, weil man es eben jetzt 2019 schwer sagen kann, wie das damals so rübergekommen ist. Ist bei dem Game wirklich ganz schwer zu sagen. Aber wenn das jemand von euch weiß, wie das damals war, bitte rein in die Kommentare, es interessiert mich. Vielleicht war es damals auch schon Schrott, dann schreibt mir auch das in die Kommentare. Ist egal. Gut, ich bin damit raus für heute. Das war's. Wenn ihr bessere NES-Games sehen wollt, dann schaut mal in meinen Kanal vorbei und lässt ein Abo da. Dann gibt es jede Menge NES-Games. 360 habe ich letztens gesehen. 360 NES-Games habe ich schon gezockt. Daumen hoch da lassen und tschüss, baba.